des Mediziners, der denkt, Pharmakologie sei Biochemie. Und deswegen hat er das nie richtig verstanden und er denkt, naja, Vitamine, naja, ist ja vielleicht ganz gut, habe ich ja auch schon einiges darüber gehört, aber ja, und dann kommt zum Hinterkopf so leise die Erinnerung, dass seine Mutter immer gesagt hat, Junge, iss den Salat wegen der Vitamine. Und den Salat mochte er nicht. Er mochte lieber die Pommes frites <laughs> und die Bratwurst oder irgendetwas, ja. So, dieses, diese, diese Haltung ist, ist so dieses Positioning, wie man im Marketing sagt. Naja, wenn Sie unbedingt meinen, dass Sie diese Vitaminpräparate nehmen wollen, naja, Schaden kann es ja nicht. Manche sagen dann, ach, lassen Sie es doch, Sie produzieren doch nur teuren Urin. Was sind Vitamine? Wenn Sie etwas machen wollen, als Handwerker oder in irgendeinem Arbeitsbereich. Dann brauchen Sie dafür Werkzeuge. Sie brauchen, um eine Schraube irgendwo hineinzuschrauben, das sind nun Binsenweisheiten, brauchen Sie einen Schraubenzieher. Schraubenzieher bestehen normalerweise heutzutage aus zwei Teilen, nämlich aus einem großen Handgriff und einem kleinen Einsatz, das kennen Sie, denke ich, mehr oder weniger alle, den man als Funktionseinsatz oder als BIT bezeichnet, zumindest im englischsprachigen Sprachraum. Und wenn jetzt jemand Ihnen, so als Seminartrick, einen Schraubenzieher in die Hand geben würde, ohne diesen kleinen Einsatz, würde man sagen, hier, schraub doch bitte mal die Schraube in dieses Brett, würde man sagen, der da vorne, der Dozent, der ist doch verrückt. Das geht doch gar nicht. Es braucht doch diesen Einsatz, damit der Schraubenzieher zu einem funktionstüchtigen Werkzeug wird. Und das ist gar nicht weit hergeholt. Nämlich ziemlich genauso ist es bei den biochemischen Werkzeugen im menschlichen Körper. Der Körper braucht, um alles zu machen, um Muskeln aufzubauen, um Arterien instand zu halten, um Giftstoffe zu entgiften, braucht er biochemische Werkzeuge der verschiedensten Art, die in dem Prinzip so zusammengesetzt sind. Ein großer Proteinhandgriff, ein Proteinmolekül, relativ groß und dann ein kleiner Einsatz, der das Werkzeug für den Zusammenbau oder das Auseinandernehmen von Substanzen im menschlichen Körper überhaupt erst funktionsfähig macht. Man bezeichnet diese Werkzeuge landläufig auch als Enzyme. Und diese biochemischen Werkzeugstoffe, die, die Stoffe, die die Werkzeuge funktionstüchtig machen, das sind die Vitamine und ein paar Spurenelemente. Die kann der Körper selber nicht herstellen. Und wenn man von denen nicht genug kriegt, dann hat man einen Werkzeugmangel im menschlichen Körper. Mit der Folge, auf, der Dauer, auf die Dauer chronische Krankheiten bekommen zu können. Oder man wird sie mit Sicherheit bekommen. Aufgrund eines chronischen Werkzeugmangels. Das ist das, was passiert, wenn in Nahrungsmitteln nicht genug von diesen Substanzen drin sind. Und wenn man sich die Statistiken ansieht, die Untersuchungen, ist der Gehalt, durchschnittliche Gehalt in Nahrungsmitteln an zum Beispiel bestimmten wichtigen Mineralstoffen wie Kalzium, Magnesium, Eisen äh, seit 1914 bis zur letzten Jahrtausendwende jetzt um etwa auf ein Sechstel bis ein Siebtel gesunken allgemein durch die landwirtschaftlichen Methoden. Vielleicht sollten wir erwähnen, dass die EU daran auch nicht unschuldig ist, durch die ganzen Verordnungen, die mittlerweile bestehen für die Bauern, durch die Subventionen, die es für bestimmte Behandlungen des Ackerbodens gibt und für manche eben nicht. Absolut, ja, ja. absolut. Und es gibt solche Begriffe, die sind genauso geschickt wie Nebenwirkungen. Ja, dann ach, ist auch so etwas Unwichtiges: Nebenwirkung. Volldünger. 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 Wortkosmetik enthält in der Regel nur Stickstoff, Phosphor, Kalium. Manchmal Kalzium, manchmal Magnesium, aber auch nicht unbedingt Spurenelemente sowieso nicht. Es ist Volldünger. Enthält Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und dass dann natürlich auf die Dauer in den Böden kein Magnesium mehr drin ist, dies nicht mehr drin ist, jenes nicht mehr drin ist. Und Magnesium ist für über 300 körpereigene Werkstoffe ein wichtiger Funktionseinsatz, ohne die die nicht funktionieren. Das ist dann gar kein Wunder. Hinzu kommt noch eine Sache, die ich erwähnen muss. Der menschliche Körper hat eine Besonderheit. Wir alle haben einen genetischen Defekt im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetierkörpern. Wir können kein Vitamin C produzieren. Das können wir nicht mehr. Man nimmt heute in der Wissenschaft an, dass diese Fähigkeit aus Blutzucker selber Vitamin C zu machen vor etwa 25 Millionen Jahren verloren gegangen sein soll. Und wir können das nicht, ein paar Affen können das nicht, das Meerschweinchen kann das auch nicht, aber jeder Hund, jede Katze, jedes Pferd kann Vitamin C herstellen und zwar stellen die selber her, schon umgerechnet auf ein menschliches Körpergewicht, damit man das verstehen und in Beziehung setzen kann. Zwischen 2000 Milligramm und 20.000 Milligramm pro Tag. Zwischen 2 und 20.000 Milligramm liegt der Bereich. Und individuell verschieden nimmt man also heutzutage an, in der nicht so bekannten Wissenschaft, aber das ist der Stand der Forschung, dass unser Körper zwischen 2000 und 20.000 Milligramm Vitamin C pro Tag machen würde, wenn er dennoch könnte. Und warum ist das so entscheidend? Äh, entscheidend ist es deswegen, weil Vitamin C das Instandhaltungswerkzeug ist, für Stabilitätsgewebe im menschlichen Körper. 30 Prozent, und das ist kaum bekannt, weil wir so eine Medizin haben, wo die Mediziner ausgebildet werden. Sie gucken nach der Leber, sie gucken nach dem Herzen, sie gucken nach den Gelenken und so weiter, immer nach den Organen, aber nicht äh, nach dem Stabilitätsgewebe. 30 Prozent des Körpers besteht aus Strukturgewebe, das ihn stabil hält. Die Frage ist im Grunde, warum ist der menschliche Körper kein formloser Zellhaufen hier irgendwo auf dem Tisch, so, sondern er hat ja eine Form. Der Kopf, das Herz sitzt am rechten Fleck, rutscht nicht in die Hose, obwohl man das so sagt, in bestimmten Situationen. Man trägt seinen Kopf nicht unterm Arm, es ist alles, alles Bindegewebe. Und die Arterienwände sind wie Gartenschläuche gebaut: relativ weiche Substanz, wie das Plastik aus Garten, von Gartenschläuchen, mit eingewobenen Stabilitätsfasern, Nylonfasern die diese Arterienwände stabil machen, druckstabil machen, sodass das Herz-Kreislauf-System vernünftig funktionieren kann. Und das geht nur, wenn man chronisch, im positiven Sinne, genügend Vitamin C regelmäßig hat. Dann geht das. Und nur, wenn man regelmäßig, jeden Tag genug Vitamin C hat, das man leider nicht mehr selber produzieren kann als Mensch, dann gibt es mit Sicherheit keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall, woran jeder Zweite stirbt heutzutage das ist, das ist der entscheidende zusammenhang das heißt also aufgrund dieses gendefekts muss man das extra zu sich nehmen und aus den normalen nahrungsmitteln hat man davon nicht mehr genug eine sache muss ich noch um das noch zu illustrieren ganz ganz schnell dazu sagen man hat untersucht normalerweise so das was die leute täglich bekommen aus der üblichen ernährung ist 60 milligramm vitamin c eine gruppe eine Studie mit, mit 12.000 Leuten insgesamt. Dann hat die eine Gruppe hatte 60 Milligramm Vitamin C pro Tag, das übliche, was wie gesagt in der Ernährung drin ist. Die anderen nur 300, nicht 3.000 oder so etwas, nur 300. Und bereits bei diesem Unterschied zwischen 60 und 300 Milligramm war die Herzinfarkterkrankungsrate bereits halbiert. Das hat also erhebliche praktische Auswirkungen für jeden Einzelnen, für die Gesundheit einer ganzen Nation. Und auch für die Senkung der immensen Kosten eines Gesundheitssystems. Weil diese wissenschaftlichen Informationen, das ist alles belegt von ehrlichen Wissenschaftlern und Studien, weil das nicht bekannt gemacht wird, weil das unterdrückt wird, zahlen wir uns dumm und dämlich an Krankenkassenbeiträgen und so weiter. Das ist also auch noch ein ganz entscheidender Zusammenhang. Der Kodex will ja jetzt was regeln. Ich muss mal mit einem kleinen Missverständnis vielleicht aufräumen, dem ich vor kurzem auch noch aufgesessen bin. Also der Kodex will nicht die Inhaltsmenge natürlich gewachsener Nahrung begrenzen oder ordnen. Das geht ja überhaupt nicht. Man kann ja nicht in Null-Vitamin-Karotte null züchten. Ja, das wird es wohl kaum gehen. Aber er möchte was regeln und er okay. greift intensiv ein in die Natur- und Kräuterheilkunde. Vielleicht könnten Sie uns darüber was sagen. Es geht ja um Grenzwerte. Es geht ja um, um bestimmte Mengen, die uns zugeführt werden dürfen, noch nach dem Willen der Gesetzgeber, sage ich mal. Und darüber hinaus wird immer von Risiken gesprochen. Man spricht ja immer von Risiken von Vitamintherapie, Risiken von Überdosierung an Vitaminen. Können Sie dazu was sagen? Ja, die eine Seite, wie gesagt, die haben wir eben kurz beleuchtet. Man kann definitiv mit genügend hohen Dosierungen von Vitamin C und noch einigen anderen nicht patentierbaren Natursubstanzen Herzinfarkt, Schlaganfall vorbeugen oder heilen. Man kann mit diesen Substanzen und noch ein paar Aminosäuren, kann man auch. Ähm, Krebsmetastasierung stoppen und 90 Prozent der Krebspatienten sterben an Metastasierung. Das kann man machen mit Kombinationen aus bestimmten Vitaminen und Aminosäuren. Das ist also von erheblicher Bedeutung. Und um das Ganze zu verstehen, alles, alles, was die zukünftigen Geschäfte, die zukünftigen Profite der Chemie- und Pharmaindustrie in irgendeiner Weise vermindern könnte, wird bekämpft. Und alles, was die Geschäfte blühen lassen wird, wird gefördert. Und man setzt deswegen zum Verbraucherschutz natürlich falsche Informationen in Umlauf. Man sagt, und das haben Sie sicherlich auch schon mal gelesen, obwohl hier natürlich eine lesende Zuhörerschaft ist und sie vieles vieles ja wissen, denke ich, aber man sagt und das liest man immer wieder, zu viel Vitamine sind gefährlich.